Piept gar nicht. Nee. Kennt ihr das noch? Das ist ein analoges Thermometer, Fieberthermometer. Ich habe kein Fieber, aber alle Thermometer auf dieser Erde enden bei 42 Grad. Zufall? Nee, das macht Sinn. Über 42 Grad Körpertemperatur zu messen macht keinen Sinn, da sind wir alle tot. Nicht nur Menschen, alle Säugetiere. Menschen sind halt auch Säugetiere. Wir haben eine Biologie, aus der wir uns nicht freikaufen können. Es gibt nicht nur Kipppunkte in unserem Körper, es gibt auch Kipppunkte dort, wo wir leben, auf der Erde, im Erdsystem. Und auch die können tödlich sein. Wie kann man sich einen Kipppunkt vorstellen? So ein bisschen wie hier beim Domino. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Wow! Das heißt, hier ist die Ursache, da ist die Wirkung, das kann ziemlich weit auseinander liegen. Aber sobald ich sozusagen einmal den Impuls gegeben habe, dieser Kipppunkt überschritten ist, ist er nicht mehr aufzuhalten. Wer macht sich Gedanken über diese Kipppunkte? Die Klimawissenschaften, die Meteorologinnen und Meteorologen. Naja, darf man denen glauben? Die wissen auch noch nicht mal, wie das Wetter in 10 Tagen ist. Aber das Wetter für morgen können die meistens ganz gut vorhersagen. Also, was ist schwerer vorherzusagen? Das Wetter in 10 Tagen oder die Temperaturentwicklung in 10 Jahren? Wie genau kann man das wissen? Und wie viel Angst sollte uns das machen? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wen ich fragen kann. Hallo Insa. Hallo Eckert. Toll, dass du da bist. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, deswegen darf ich auch du sagen. Du warst beim Quiz des Menschen, du warst bei Klima vor 8 aktiv und bist Meteorologin, Klimawissenschaftlerin und du bist eine Fasttronautin. Was ist denn das? Fasttronautin ist, wenn man schon als Astronautin trainiert ist, das bin ich, aber noch nicht im All war. Deswegen halt Fast-Astronautin. Du könntest die erste deutsche Frau im All werden. Jetzt schauen wir mal ein bisschen aus der Weltraumperspektive auf die Erde. Denn wir haben bei der Suchmaschine Google geschaut, was interessiert denn viele, viele Menschen zum Thema Klima, Wetter, Kipppunkte, Treibhauseffekt. Und wir machen das heute wirklich ganz, ganz systematisch. Einmal die Basics sortieren. Was ist denn der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Beim Wetter sprechen wir immer von dem, was uns jetzt gerade an diesem Tag oder vielleicht in 2, 3 Tagen oder sogar auch im Wochenzeitraum beeinflusst. Bei Klima sind wir auf ganz anderen Zeitskalen. Da geht es wirklich immer so um 30 Jahre, also bevor man überhaupt irgendeine Aussage zum Klima treffen kann. Also ganz lange Durchschnittswerte. Und Wetter ist das, was mir immer passiert. Ich gehe immer raus aus der Tür und denke, ah, schade, es regnet. Schön vergessen. Genau. Ja, das ist ja. Als Menschen sind wir erstmal sehr kurzfristig orientiert. Was uns aber viel mehr beschäftigen sollte, ist die langfristige Perspektive. Klimawandel. Wandel klingt so als so ein bisschen kommen und gehen. Mal so, mal so. Warum ist Klimawandel eigentlich nicht das richtige Wort, wenn wir eine Klimakrise haben? Du hast es ja schon gesagt, Klimawandel ist erstmal so, ne? Man wandelt so nett durch den Garten. Das ist ein nettes Wort dafür, das beschreibt, dass sich die globale Erdmitteltemperatur, also das, was ich im Durchschnitt auf der Erde an Temperatur hatte in der Luft, über die Jahre, und ich spreche hier wirklich über Jahre, die schon Tausende von Jahren zurückliegen, immer schon geändert hat. Das ist auch oft so ein Argument, das kommt, ja, aber Klimawandel gab es ja schon immer. Früher Und war es das auch schon stimmt. mal warm Ja, oder heiß richtig. oder kalt, ja. Genau, und das stimmt auch. Die Erde hatte nicht immer die gleiche Temperatur, das hat verschiedene Gründe. Und das wissen wir auch sehr gut aus Beobachtungsdaten, die auch schon sehr lange zurückliegen. Zum Beispiel aus Eisbohrkernen kann man in tiefliegende Eisschichten gucken und Das ist sehen, wie die also so wie Temperatur so war. eine Zeitmaschine. Genau, und das ist total spannend. Auch so aus Pollenablagerungen können wir verstehen, wie wirklich das Wetter in, also nicht nur hunderte von Jahren zurück, sondern auch tausende von Jahren zurück, Wahnsinn, krass. das Wetter nicht, aber wie die Temperatur tatsächlich da war. Und wir haben da schon immer diesen Wandel halt eben in der Temperatur zum Beispiel. Klimawandel kann ja auch andere Dinge beinhalten, aber sprechen wir mal nur von der Temperatur. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass es in den letzten Jahren, und hier spreche ich jetzt so von seit Industrialisierung, also so 1850 und jetzt bis heute, dass wir da einen sehr starken Anstieg in unserer Durchschnittstemperatur haben. Und der ist erstmal nicht aus dem Erdsystem selbst zu erklären. Und vor allen Dingen war er auch nie so stark,
also so einen starken Anstieg, wie wir ihn jetzt gerade sehen, hatten wir noch nie. Selbst wenn man noch in die Urzeiten zurückgeht, wo wirklich ja die Erde auch noch gar nicht stabil genug war, dass Lebewesen da waren, so einen Anstieg gab es noch nicht. Und das ist etwas, das ist mir ganz wichtig, dass das auch verstanden wird. In so kurzer Zeit einen so hohen Anstieg, das war noch nicht da. Viele denken, 1,5 oder 2 Grad, das ist doch auch wurscht, weil wir 0,5 Grad ja auch erstmal subjektiv gar nicht fühlen. Der Unterschied aber, das sind ja Durchschnittstemperaturen. Was heißt denn das für die extremen Wetterereignisse, also für extreme Regenfälle, wie wir es im Ahrtal hatten, oder eben extreme Hitzewellen, die wir auch schon hatten? Wir haben durch diese wirklich ja fast schon kleine oder minimale Temperaturänderung, die wir haben, und ich erwähnte es schon am Anfang schon, dass das Erd- und Klimasystem ist einfach wahnsinnig komplex. Wir haben da ganz, ganz viele Teile, die davon abhängen, wie die Durchschnittstemperatur ist. Und vielleicht mal als ein Beispiel, weil du das Ahrtal gerade schon erwähnt hast. Wir haben etwas, das heißt der Jetstream. Das ist eine Zirkulation in der Atmosphäre. Das geht hier oben sozusagen. Genau. Ist der Wind, der diese Erde begleitet sozusagen in der Atmosphäre. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Motor auch tatsächlich, kann man fast sagen, der zum Beispiel Tiefs- und Hochdrucksgebiete bei uns in unseren Breitengraden einfach auch so ein bisschen weiter treibt und weiter pustet. Und diese Bewegung war jetzt gerade im Sommer, den wir jetzt hatten, abgeschwächt. Das heißt, die Tiefdruckgebiete, die so viel Regen auch mit sich gebracht haben, diese Starkregenereignisse, die bleiben dadurch länger an einer Stelle stehen. Das heißt, normalerweise habe ich dieses Tiefdruckgebiet und normalerweise zieht es halt über eine größere Fläche und regnet sich da ab, die gleiche Menge. Und jetzt ist halt fatalerweise dieses Tiefdruckgebiet, und das wusste man ja auch vorher, halt an einer Stelle stehen geblieben, die extrem ungünstig war, aufgrund der Bedingungen, einfach, die wir auch im Ahrtal haben, durch diese einfach ein Flusstal mit steilen Seitenwänden, das ist, da staunen sich viel Beton drumherum, wo das Wasser auch nicht versickern konnte. Und da ist auch ganz wichtig, das gab es früher alles auch schon, ja, aber wir wissen aus den Modellen tatsächlich auch und auch aus den Beobachtungen, dass es jetzt einfach viel, viel häufiger ist. Und beim Extremwetter kann man es vereinfacht leider runterbrechen auf Extreme werden extremer. Das heißt, das, was ich eh schon immer hatte, wird einfach noch extremer, tritt häufiger auf. Und das ist einfach, also das ist tatsächlich auch schon gesichert aus den Modellen. Da gibt es, Insa, was sind denn diese berühmten Kipppunkte? Ja, das ist auf jeden Fall schon ein sehr wichtiger Bestandteil eben in diesem ohnehin schon komplexen System. Wir haben, je nachdem, welche man alles dazu zählt, ungefähr 15 Kipppunkte, die wir, damit meine ich die Klimawissenschaft, auch die Wissenschaft an sich, identifiziert haben. Da zählt zum Beispiel Grönlands Eisschild dazu und das sind einfach Systeme, genau, oder der Amazonas-Regenwald zählt da auch mit dazu und das sind einfach Systeme, wie auch der Jetstream zum Beispiel. Der kommt dann gerade vorbei hier, genau. Aus Afrika, da ist der Amazonas. Genau. Und die nach unserem Verständnis von heute, wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Also die Stimmung kann kippen und ich kann sie durch bestimmte Kommunikationsmechanismen dann vielleicht auch wieder retten, ne? In zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn jetzt bei uns hier aus irgendeinem Grund Stimmung kippt, dann können wir uns beide anstrengen und können uns wieder vertragen. Und die Kipppunkte und die Kittpunkte. Genau, das geht, aber bei diesen, das ist fast auch ein zu harmloses Wort, finde ich fast, Kipppunkten, ist es halt so, wenn ich einmal das System so aus dem Gleichgewicht gebracht habe, kann ich es nicht wieder herstellen. Es funktioniert nicht, dann ist es weg. Eine weitere Frage, die euch interessierte, war, was ist eigentlich dieser ökologische Fußabdruck? Der ökologische Fußabdruck ist ganz oft ein Tool, was auch tatsächlich online angeboten wird. Da kann man dann schön angeben, wie viele Personen wohnen in meinem Haushalt, wie ernähre ich mich, wie weit wohne ich von der Arbeit weg, fahre ich mit dem Auto oder mit der Bahn zur Arbeit. Und dann kriegt man am Ende so eine Zahl ausgespuckt und die sagt einem dann, in welchem Bereich man vielleicht überdurchschnittlich viel CO2 konsumiert oder wo man auch besonders gut einsparen kann. Das ist ja für jeden von uns unterschiedlich. Jemand, der nicht viel beruflich reist, muss auch nicht viel an der Mobilität ändern. Aber wenn ich 20 Inlandsflüge im Jahr habe, kann ich vielleicht auch die 20 Inlandsflüge auf die Deutsche Bahn verlegen. Und das sind so Dinge, da kann man schon ganz gut einmal schauen, so wo stehe ich ungefähr. Es ist aber auch ganz perfide, wenn man verstehen muss, dass das ein Konzept ist, was auch tatsächlich sehr von den PR-Firmen der fossilen Brennstoffindustrie auch befeuert wurde. Wenn man damit so ein bisschen die Verantwortung auch auf Einzelpersonen, auf Individuen verlagert. Und man weiß tatsächlich auch, es würde nicht reichen, selbst wenn wir uns alle jetzt perfekt verhalten würden, und das ist sehr schwer, aber selbst wenn wir es würden, würde es nicht reichen, um die 1,5 Grad einzuhalten. Das heißt, es ist ein für mich so ein ganz basic, ein Ansatzpunkt, wo man selber mal schauen kann,
einfach im eigenen Leben, wenn man handeln möchte, ist es gut, bei sich selbst anzufangen, ja. Aber man darf darüber nicht vergessen, dass viel, viel wichtiger ist, dass wir strukturelle Veränderungen haben. Du hast mir jetzt ganz viel auch wieder über die Wissenschaft, über die Kipppunkte und über diese ganzen Zusammenhänge wieder klar gemacht. Aber wie kannst du schlafen, wenn du das alles weißt? Worüber machst du dir Sorgen? Manchmal kann ich gar nicht so gut schlafen, tatsächlich leider. Ich habe auch tatsächlich 4 Kinder. Das heißt, manchmal schlafe ich wegen denen nicht, aber öfter schlafe ich wegen des Klimas nicht. Das ist tatsächlich so. Mir macht ein bisschen Sorge, dass Klimaschutz, trotz allem, was wir wissen, immer noch so auf Abstand gehalten wird, dass wir trotzdem, was an Bewegung auch schon da ist, glücklicherweise jetzt es nicht schaffen werden, die Erderwärmung möglichst nah an den 1,5 Grad zu haben. Erstmal auf einer ganz allgemeinen, globalen Sicht. Und dann ganz persönlich habe ich einfach die Hoffnung, dass meine Kinder auch noch in einer Welt groß werden dürfen, wo wir nicht auf zu viele Aspekte des Menschseins und der Menschlichkeit verzichten muss. Und was ich damit meine, ist so ein bisschen auch das wie mit der sozialen Gerechtigkeit. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, die in Deutschland mit sehr viel Privileg groß werden und vielleicht auch mit genug Geld groß werden, dass sie sich selber schützen können und verbunkern können. Das möchte ich für meine Kinder nicht. Ich möchte, dass meine Kinder in einer globalen Gemeinschaft groß werden können, wo an andere mitgedacht wird und wo man an andere einfach auch mitdenkt. Es geht um was. Richtig. Wow, ganz schön viel. Zusammengefasst in 5 Sätzen. Die Klimakrise ist echt und gefährlich. Sie ist menschengemacht. Menschen können was dran ändern. Die Wissenschaft ist sich ganz, ganz klar. Und es gibt noch Hoffnung. Und wem das noch zu komplex war, Fridays for Future hat es auf einem Demoplakat noch klarer gesagt. Klima ist wie Bier, warm ist scheiße. Und noch was habe ich mitgenommen aus dem Gespräch mit Insa Thiele Eich. Nämlich, es gibt nicht nur den Fußabdruck, sondern auch den Handabdruck. Wir wissen genug, wir handeln viel zu wenig. Und das Wichtigste, was ein Einzelner, eine Einzelne heute machen kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Sich zu vernetzen, sich schlau machen, den Mund aufmachen und gern auch in dieser Reihenfolge. Also erst schlau machen und dann Mund aufmachen und dann sich verbinden mit anderen, denen das auch ein Herzensanliegen ist. Wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Seid ihr dabei? Ich bin es.